Montagmittag im Kloster Lichtental. Seit Jahrhunderten ist die Zisterzienserinnenabtei bekannt für ihren Klosterlikör. Unsinnige EU-Verbote, aber auch einfach die Tatsache, dass die Nonnen weniger und älter werden, ließ diese Tradition einschlafen. Jetzt wurden drei neue Liköre nach alten, überlieferten Originalrezepten vorgestellt. Weil wir selbst gemerkt haben, die alten Liköre sind wieder gefragt, weil die Menschen doch immer wieder auch nach den Hausmitteln suchen, die für ihren Körper, für ihre Gesundheit, fürs Wohlsein gut sind. Und wir haben gedacht, wir haben ja so gute Rezepte. Unsere Mitschwestern früher wussten, was Hausmittel sind. Warum versuchen wir es jetzt nicht mal wieder? Die Klosterschwestern können dabei auf einen jahrhundertealten Schatz zurückgreifen. Das Lichtentaler Kräuterbuch ist ein kolorierter Druck und enthält neben den Likörrezepten auch das bewährte Wissen der Nonnen über die heilende und wohltuende Kraft der Kräuter. Das ist ein Schatz, wo wir froh drüber sind, dass wir den haben. Und wir haben auch Respekt vor den Mitschwestern vor uns, die gelebt haben, die auch wirklich da ganz offen waren und nach diesem in der Natur wirklich vorfindenden Heilmittel, dass sie die auch verwenden konnten und da was draus geschaffen haben. Eine der letzten Klosterschwestern, die noch selbst Liköre gebraut hatten, war Heilpraktikerschülerin bei Pfarrer Kneipp. Feste Mengenangaben findet man selten, auch ist die Sprache eine andere. Umstände, an die sich der Inhaber der Brennerei in der Pfalz erst gewöhnen musste. Die Beschreibungen waren sehr vage. Folglich mussten wir erst einmal die Mengenverhältnisse ausprobieren. Das war sehr viel Tüftelei, aber letztendlich konnte man sich auf das verlassen, was in der Geschichte steht, dass immer mit abnehmender Aufzählung auch die Mengen sich verändert haben. Insofern war es eine Herausforderung, sicher, aber eine spannende Reise. Und ein hervorragendes Finish, nämlich als Endprodukt der Likör. Die Baden-Badener Schwestern hatten vor Monaten zum ersten Mal die Pfälzer Produktionsstätte der neuen Liköre in Keil besichtigt und waren sich einig, es duftet genauso wie seinerzeit bei uns im Kloster. Vor allen Dingen haben wir ja heute ein bisschen mehr Möglichkeiten, das auch vielleicht in einer etwas effizienteren Art zu tun. Aber letztendlich mussten wir zuerst verstehen, was hatte man eigentlich gemeint damals. Als Heilmittel gegen Erkältung in der kalten Jahreszeit ist Johannisbeer mit viel Vitamin C geeignet. Honigkräuter ist neu aufgelegt worden und ist ein typischer Weihnachtslikör. Der Engelwurz ist heute gelb und nicht mehr grün wie früher, weil die Rezepte wieder authentisch umgesetzt werden. Ich bin ein Kräuterliebhaber und insofern bin ich beim Engelwurz zu Hause, der für mich persönlich einfach eine unglaubliche Fülle von Aromatik hat, von der Nase bis zum Ende des Gaumens und der auch viele Möglichkeiten bietet, mit zum Beispiel Produkten wie einem guten Winzersektbrot auch was Erfrischendes zu machen. Die Klosterliköre gibt es ab sofort im Klosterladen Lichtental. Die Schwestern hoffen auf gute Nachfrage und wollen dann sogar Einzelhändler in der Innenstadt bedienen. Wir haben noch mehr Rezepte im Hintergrund. Und wenn es gut ankommt, wenn die Menschen Freude dran haben und spüren, dass es ihnen gut tut, würden wir es gerne erweitern.